Hallo miteinander, wir sind ja gerade im Wald, in meinem Lieblingswaldstückchen. Mega in der Nähe von dort, wo wir gerade wohnen. Man hört vielleicht, man hört noch die Strasse, also die Autos auf der Strasse. Ja, und es ist einfach herrlich hier, es ist ein kleiner Wald. Ich bin heute hier mit meinem Sohn. Es ist eine Zeit, wo wir miteinander geniessen für ein paar Stunden. Und das ist einfach der Hammer. Da sind wir viel und ja, da tun wir viel, einfach ein Fühlchen machen, einen Kaffee kochen. Vielleicht noch etwas brutzeln, etwas essen. Ja, und ein bisschen einfach abschalten vom Tag und ein bisschen geniessen. Das ist einfach super hier. Ich würde sagen, ich packe hier mal aus. Heute zum ersten Mal wirklich im Einsatz. Savotta Jäger M. Mega cooles Teil. Aus Finnland bestellt. Hat ein bisschen lange gebraucht. Irgendwie fast 2 Wochen bis es gekommen ist. Aber ich bin mega happy. Eine mega schöne Farbe, das Olivgrün, und das ist wirklich auch nicht zu auffällig, nicht zu militärisch. Super. Ich würde sagen, packen wir doch mal aus und schauen mal, was sie drin haben. Vorne natürlich Verbandszeug, das ist klar. Das sollte man immer dabei haben. Ah, das hier, Hering, das einzige, was nicht tarnt ist. Zagi, Lappland-Zagi, das ist der Hammer. Das ist auch günstig, aber mega gut. Dann Lappland-Zagi, Fiskar, ich glaube X5, wenn es mich nicht täuscht. Plus ein Hering, der gehört aber nicht dazu. Die ist nicht original, die wäre eigentlich leuchtorange, im Jäger-Orange. Aber kann sich ein bisschen dekoriert. Ja, meine Frau meint, die findest du nachher nicht mehr, wenn sie mal verlierst. Und ja, zum Glück haben wir da so einen Sack und da bleibt sie schön drin. Dann, was haben wir sonst noch alles dabei? Nastüchli, kannst du immer brauchen. Kappe aus Neuseeland, mega coole Brauerei, Monty's. Tolle Geschichte, erzähle ich vielleicht ein anderes Mal dazu. Ist wirklich eine lässige Erinnerung. Dann hier Jägerpfanne, sogar meine Jackenstockenpfanne, Jägersteakpfanne, Jackenstockenpfanne, das kann sogar mein 3-jähriger Sohn mittlerweile schon sagen. Und das Wichtigste daran ist natürlich Patina. Das ist ja eine Wissenschaft für sich und die wird auch immer gepflegt. Die Patina, die ist ja schon fast ein bisschen heilig. Also wenn es ein gutes Fleisch gibt, dann dann nehme ich natürlich die Pfanne und mache das auf dem Feuer, auf der Buschbox. Selbstverständlich. Und dann wird es genossen. Eines von meinen Lieblingsbier, Leffe. Oder Leff aus Belgien. Wer es noch nicht probiert hat, probieren. Der Löffel, der war auch dazu. Den habe ich letztes Mal drin gelassen. In der, ja, dem Kessel, dem Pfändli. Und dummerweise habe ich ihn angelangt, wo er heiß war. Und das war keine gute Idee. Also, er hat da so eine braun-goldige Schicht drauf. Und ja, ich vermute stark, dass es meine Haut ist, die noch dran ist. So, wir sind da wieder auf dem Rückweg.
richtig heim. Müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie stürcheln, weil es hat da sehr viel Holz im Boden. Und es ist doch schon recht dunkel. Wir machen noch einen letzten Blick zurück in unser Camp quasi. Aber es ist alles gut und sonst haben wir ja nicht allzu weit. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt wünsche ich euch wirklich einen schönen Abend und einen schönen Rest vom Tag. Tschüss miteinander.